So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Valheim. Ich habe hier gerade ein Kupferdeposit gefunden, also eine Kupferader, die ist mitten im Black Forest, also im Dunkelwald. Und so sieht so ein Kupferdeposit aus. Ich wusste bisher gar nicht, wie das aussieht. Ich habe hier eben gerade einen Hirsch verfolgt und bin dann zufällig auf dieses Deposit hier gestoßen. Das müssen wir jetzt irgendwie abbauen. Frage ist nur, wie baut man Kupfer eigentlich ab? Mir fällt da im Grunde genommen nur die Spitzhacke ein, die wir vom ersten Endboss gekriegt haben, von dem Elch. Ich werde gleich ausprobieren, ob das geht. Aber das Kupfer, das hätte ich doch schon sehr gerne. Das muss ich mir mal auf der Karte markieren hier. Moment, das ist wieder weg. Ah, ja. Hier ist Kupfer. Hapfer. Alles klar. Kupfer. Mal gucken, ob ich das auch abbauen kann. Leider habe ich jetzt nicht meinen Super-Elch gekriegt, aber ich bin über diese Kupferader da gestoßen. Erstmal, dass ich überhaupt sowas überhaupt finde, muss ich gestehen. Und es ist auch ziemlich weit weg von meinem Kupferdeposit. Hier ist noch so ein Ding mit Kupfer. Also scheint doch hier ziemlich viele im Dunkelwald zu geben mit Kupfer. Da scheint es ziemlich viel zu geben. Auch sehr nah an der Base, die ich jetzt gebaut habe. Also im Grunde genommen sollte alles, egal wo, irgendwo nah dran sein. So, dann nehme ich mir noch mal ein bisschen Holz mit. Ja. Mein Axt-Skill scheint jetzt schon relativ hoch zu sein. Irgendwie fälle ich die Bäume mit einem Schlag. So, bin echt gespannt, ob das jetzt geht. Erstmal packe ich mein gefarmtes Holz mal schnell weg. Und dann noch ein bisschen von meinen Rattlesnake-Sachen oder was ich da habe. Noch ein paar Steine habe ich wieder mitgenommen. Steine, Holz, da kann man nie genug von haben. So ein paar komische Glibberaugen oder was da sein soll. Ein paar Köpfe habe ich schon gesammelt von so ein paar Viechern. Dann hier haben wir noch ein paar von diesen Dingern. Komm auch mal mit weg. Irgend so eine Kiste, genau, hier ist eine Kiste, da packe ich die Tannenzapfen rein. Okay. So, wo ist meine Kiste mit dem wertvollen Stuff? Ich glaube, das war die hier. Nö. Da, die da war's. So, die nehme ich mir jetzt mal mit, die Spitzhacke, und versuche mit dieser speziellen Elch-Spitzhacke mal ein bisschen Kupfer abzubauen vom ersten Endboss. Damit kann man auch begradigen und alles Mögliche. Also, das ist so eine Spitzhacke, die ist relativ gut. Eine Boss-Spitzhacke. Jo, das geht als Spitzhacke durch. Wie ich merke, kann ich damit kein Holz abbauen. Oh, ich verschwinde im Nebel. Naja, gut. Habe ich aber auch gar nicht vor. Wo ist denn jetzt meine Kupferader? Ich will nämlich die Kupferader abbauen, weil ich das Kupfer benötige.
Hier ist auch eine Kupferader. Hier ist auch eine Kupferader. Nehmen wir einfach mal die, die ist direkt neben meiner Kupferader. Der Baum stört mich hier ein bisschen, den hack ich mal schnell weg. So. So, sehen wir uns das mal an, wie das so ist, eine Kupferader abzubauen. Also es ist das erste Mal, dass ich hier Kupfer abbaue, deswegen kriege ich jetzt hier gerade meine ganzen Skills noch hoch. Also wir haben nur Steine gekriegt jetzt, schade. Bald gehen mir wieder die Viecher auf die Nerven. Ganz klassisch. New Material, Copper Ore. Aber ich habe keine neuen Rezepte dazu gekriegt. Schade. Ihr müsst natürlich erst die Boss-Spitzhacke kriegen von dem Elch. Wie man das macht, werde ich euch gleich auch noch zeigen. Beziehungsweise wahrscheinlich werde ich die Folge mit dem Elch einfach mal vorher hochladen. Needs to refine Smelter, also in einem Schmelzofen muss man die fertig machen, allerdings weiß ich auch noch nicht, wie man einen Schmelzofen herstellt. Oh Mann, also diese Spitzhacke hat ganz schön Power. Erstmal hier ein bisschen was und Rattenschwanz und. Die Spitzhacke ist broken, die muss ich jetzt wieder reparieren. Gut, ich habe aber ein bisschen Kupfer mit. Da ist der Adler. Den können wir jetzt ein bisschen quatschen. Vielleicht hat er irgendeine Info zum Thema Kupfer für mich. Das wäre schon ganz praktisch. Course, okay. Für einen Schmelzer brauche ich Thirdling Course. Ich habe auch nicht so genau, was das ist. Ich habe leider vergessen, das Spiel auf Deutsch gerade umzustellen. Ansonsten wäre mir das schon ein bisschen bewusster. Gut, aber da komme ich auch noch dahinter, was das ist. Es regnet schon wieder, ich bin schon wieder nass.
gibt auch noch so einen Jagdumhang, den ich mir bauen kann. Ich glaube, dann kann ich diese Viecher um einiges effektiver jagen. Toll. Ich glaube, ich habe sowas wie diese Certling Cores schon gesehen. Und zwar sind die wahrscheinlich in den Kisten hier. Certling Core, ja. Gut, und mein Spitzhacke ist auch wieder ready. So, jetzt muss ich mir noch gleich überlegen, wie ich mit den Certling Cores hier was bauen kann. Bisschen Holz habe ich wieder mit. Und meine Holzkiste. Steine habe ich auch ein paar, kommt in meine Steinebox. Gut. Bisschen Raw Meat geguckt. Jetzt habe ich noch einen, so einen Rattenschwanz, aber davon kann ich mir sowieso direkt neu holen, weil die vor meiner Haustür die ganze Zeit am Respawn sind, die Dinger. Und ein bisschen Kupfer haben wir hier. Eisenerz, Kupfer mache ich mit in die Steinkiste. So. Brauche ich aber anscheinend ein. Can't be teleported, also das kann nicht teleportiert werden. Okay. Needs to be refined in the smelter. Okay, ich muss einen Smelter bauen. Frage ist, wie ich das mache. Auf jeden Fall mit dem Hammer. Hier, Portal. Okay, für dieses Portal braucht man diese Greydarf-Augen, 10 Holz und 2 von den 13 Cores sowie eine Workbench. Ja, habe ich alles. Was ist das hier? Ward? Okay, also dieses Ward, das schützt davor, dass andere Leute meine Buildings or opening the door, meine Sachen abbauen können oder die Türen öffnen können. Das ist schon mal praktisch. Nach diesen beiden Sachen habe ich gesucht. Die habe ich wahrscheinlich gekriegt, als ich die Skirtling Course gekriegt habe. Also ihr müsst einen Dungeon raiden, um Portale zu kriegen und den Ward zu kriegen. Das ist schon mal gut zu wissen. Und ich kann jetzt hier auch den Smelter, den Ofen bauen. Da brauche ich einfach nur 20 Steine zu. Und Karokolkiln. Keine Ahnung, was das sein soll. Kurokurokilen. Also das ist auf jeden Fall der Schmelzer und das ist nochmal irgendwie was anderes. Diese beiden Sachen werde ich jetzt auch bauen, aber dafür baue ich mir, glaube ich, eine eigene Hütte. Wieder in meinem kleinen Bereich hier. Hier hinten ist noch Platz für sowas. Kann man auf jeden Fall so eine kleine eigene Hütte noch basteln. Ich wollte den Ofen jetzt mit reinmachen. Aber ich kann auch den Boden hier ein bisschen begradigen mit meiner Spitzhacke. Vielleicht möchtet ihr jetzt auch das vorher. Ich weiß nicht genau. Ich finde das eigentlich so schön, wie es hier steht. Deswegen denke ich mal, werde ich es einfach so lassen. Gut, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man Kohle bekommt und wie man einen Ofen bekommt. Ja, Ofen und Kohle bekommt man halt, indem man diese Steine hier findet. Die sind in Dungeons, die Squirtling Cores. Und dann rennt man einfach durch den Wald und findet da das Kupfer. Und damit könnt ihr dann anfangen zu craften. Und dann seid ihr auch schon relativ weit im Spiel, habe ich so das Gefühl. Bis zu dem Punkt habe ich das jetzt schon relativ lang gebraucht, um da hinzukommen. Lasst mir mal unten einen Kommentar da, wie euch das Ganze gefallen hat. Like oder Abo wäre natürlich auch schön. Wir sehen uns in der nächsten Folge und haut rein. Bis dann. Tschüss.